Don Carlo von Giuseppe Verdi. Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen: Philipp II., spanischer König. Don Carlo, Sohn Philipps und spanischer Thronfolger. Rodrigo, Graf von Posa. Grande Inquisitore, der Großinquisitor von Spanien. Elisabeth, Tochter des französischen Königs. Prinzessin von Eboli, enge Vertraute Elisabeths. In der Nähe des Schlosses Fontainebleau. Es ist Winter. Die Landbevölkerung hungert und leidet unter den Folgen des Spanisch-Französischen Krieges. Elisabeth ist mit ihrem Gefolge auf einer Jagd. Don Carlo, der Infant von Spanien, ist auf dem Weg zum Schloss. Dort soll er Elisabeth, seine zukünftige Braut, kennenlernen. Er sieht sie mit ihrem Gefolge vorbeiziehen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. In der Dämmerung trifft Don Carlo auf dem Weg ins Schloss auf Elisabeth und ihren Pagen Tebaldo, die sich im Wald verirrt haben. Als diese den Unbekannten erblicken, gibt sich Don Carlo als Spanier zu erkennen. Während Tebaldo ins Schloss läuft, um die Sänfte zu rufen, bleiben die beiden unter sich. Elisabeth fühlt sich hingezogen zu dem Spanier und schon bald erkennt sie in ihm ihren zukünftigen Verlobten. Sie soll ihn heiraten, um den Friedensschluss zwischen Spanien und Frankreich zu besiegeln. Freudig besingen die beiden ihre Liebe und ihre zukünftige Ehe. Als Tebaldo zurück ist, begrüßt er Elisabeth als Königin und zukünftige Gattin Philipps II. Entsetzt müssen die beiden feststellen, dass die Pläne sich geändert haben und Elisabeth nunmehr Carlos' Vater heiraten soll. Ein Gesandter Spaniens nähert sich ihnen mit großem Gefolge. Im Namen des Königs hält er um die Hand von Elisabeth an. Mit ersterbender Stimme bejaht Elisabeth. Im Kloster San Giusto. Don Carlo sucht dort seinen Seelenfrieden. Er kann den Schmerz über den Verlust Elisabeths nicht vergessen. Plötzlich hört er eine bekannte Stimme. Sein Freund, der Graf von Posa, ist von Flandern zurückgekehrt und sucht ihn im Kloster auf. Posa hat von Don Carlos Schicksal gehört. Er überredet ihn, sein Leben dem von der Inquisition unterdrückten Flandern zu widmen. Begeistert stimmt Don Carlo ein und die beiden schwören ewige Freundschaft. Bald schon treffen Elisabeth und der König im Kloster ein. Als sich die Blicke von Don Carlo und Elisabeth treffen, erzittern sie. Die Königin kehrt zum Gefolge zurück. Kurz darauf erscheint Posa mit einem Brief des französischen Königs und übergibt Elisabeth versteckt einen zweiten Brief von Don Carlo. Dort steht: Bei der Erinnerung, die uns beide verbindet, vertraut diesem Mann, Carlo. Posa bittet die Königin, Don Carlo zu empfangen, da dieser unter der Entfremdung von seinem Vater leide. Mit klopfendem Herzen gewährt Elisabeth diese Bitte. Ihre Vertraute, die Prinzessin von Eboli, die Zeugin des Gesprächs wurde, hat sich in Don Carlo verliebt und fragt sich, ob er ihre Gefühle wohl erwidere. Dieser erscheint. Elisabeth schickt ihre Begleitung fort. Don Carlo bittet Elisabeth, sich dafür einzusetzen, dass er als Statthalter nach Flandern entsendet wird. Elisabeth willigt ein. Emotionen übermannen Carlo und er beschwört ihre Liebe. Elisabeth kann nur mit Mühe ihre Haltung bewahren und weist ihn aus Pflichtbewusstsein ab. Don Carlo verlässt fluchtartig den Ort. Der König erscheint und stellt fest, dass die Königin ohne Begleitung ist. Das ist gegen die Etikette und er schickt die Begleiterin und beste Freundin der Königin als Bestrafung nach Frankreich zurück. Gedemütigt verabschiedet Elisabeth die Getreue. Als alle den Ort verlassen, bittet der König Posa, zu bleiben. Dieser erzählt vom Elend des flandrischen Volks und wirft Philipp die Schreckensherrschaft der spanischen Krone vor. Posa wirbt für die Freiheit der Flanderer. Philipp will nichts von diesem Verrat gehört haben. Er warnt Posa, er solle sich vor dem Großinquisitor hüten. Der König ist beeindruckt vom Grafen, der nicht wie alle anderen Höflinge ist. Er fasst Vertrauen und eröffnet ihm, dass er den Verdacht hege, dass die Königin in seinen Sohn verliebt sei. Er bittet Posa herauszufinden, ob sein Verdacht begründet sei. Es ist Mitternacht. Don Carlo befindet sich in den Gärten der Königin. Er hat einen Brief zu einem Treffen erhalten und erwartet die Königin. In Tat und Wahrheit stammt er von der Eboli, die im Mantel der Königin erscheint. Carlo schwört ihr seine Liebe.
Entsetzt muss Eboli erkennen, dass die Liebe nicht ihr gilt, als Carlos sie erkennt. Posa taucht auf und erkennt die delikate Situation. Er zückt seinen Dolch, um die Eboli zum Schweigen zu bringen und die Königin nicht zu gefährden. Auf Carlos Drängen hin ändert er sein Vorhaben und lässt sie trotz ihrer Drohungen laufen. Er bittet Carlo, ihm alle kompromittierenden Briefe zu überlassen, da dieser nun mit Überwachung rechnen müsse. Don Carlo zögert, doch Posa beschwört ihre Freundschaft und Carlo händigt ihm die Briefe aus, die seine Beziehung zu den flandrischen Protestanten verraten. Vor einer Kathedrale in Valladolid. Eine große Menschenmenge erwartet im Beisein des Königs die Verbrennung von Ketzern. Eine Prozession leitet das feierliche Auto da Fe ein. Flandrische Deputierte unterbrechen die Feierlichkeiten, treten vor den König und bitten um Milderung der grausamen Verfolgung in ihrem Heimatland. Doch Philipp kennt kein Erbarmen und lässt sie entfernen. Blind vor Wut zückt Don Carlos seinen Degen gegen den Vater. Trotz der Aufforderung des Königs wagen seine Wachen nicht, Don Carlos zu entwaffnen. Philipp fordert Posa auf, Don Carlos den Degen wegzunehmen. Auf Posas Aufforderung übergibt Don Carlos, vom Schmerz überwältigt, Posa seinen Degen. Der König ernennt den Grafen zum Herzog und Don Carlo wird abgeführt. Gemeinsam mit der Königin besteigt Philipp die Tribüne. Im Arbeitszimmer des Königs. Der Morgen beginnt zu dämmern und der König sitzt verzweifelt an seinem Tisch. Sorge um sein Reich und die Erkenntnis, dass Elisabeth ihn nie liebte, bekümmern ihn zutiefst. Der König hat nach dem Großinquisitor rufen lassen. Er ist zur Einsicht gekommen, dass sein verräterischer Sohn hingerichtet werden muss und will wissen, ob die Kirche ihren Segen dazu gibt. Der Großinquisitor ist einverstanden. Der Großinquisitor richtet nun das Wort an den König. Er verlangt von ihm, dass er den größeren Verräter, den Grafen von Posa, dem Tribunal übergibt. Der König weigert sich, und der Inquisitor droht dem König, dass auch er der Inquisition unterstehe. So muss selbst der König erkennen, dass er sich der Macht der Kirche beugen muss. Nach dem Abgang des Priesters stürzt Elisabeth ins Arbeitszimmer. Ihr wurde ihre Schmuckschatulle gestohlen. Entsetzt muss sie zusehen, wie der König die Schatulle auf den Tisch legt und sie aufbricht. Zuoberst findet er das Porträt des Infanten. Elisabeth beteuert, rein zu sein. Als Philipp sie des Ehebruchs bezichtigt, fällt Elisabeth ohnmächtig zu Boden und Philipp erklärt, dass er zu weit gegangen ist. Posa und Eboli stürzen herein und erkennen entsetzt die Situation. Eboli bekennt der Königin reumütig, dass sie es war, die sie verraten habe und die Schatulle dem König übergeben hat. Sie gesteht darüber hinaus, dass sie den König verführt habe. Die Königin gibt ihr die Wahl zwischen Kloster und Exil. Eboli bereut zutiefst und beschließt, als letzte Tat Don Carlo zu retten. In Don Carlos Gefängniszelle. Posa sucht ihn auf und berichtet, dass er sich selbst mit den kompromittierenden Briefen belastet habe und bald hingerichtet werde, sodass der Weg frei sei für Don Carlo, die Befreiung Flanders zu vollenden. Ein Schuss ertönt. Getroffen sinkt Posa zu Boden. Mit letzter Kraft erzählt er, dass Elisabeth Carlo im Kloster San Giusto erwarte. Er verabschiedet sich von seinem Freund und stirbt. Philipp erscheint, um seinem Sohn den Degen zurückzugeben, da dessen Unschuld durch die Selbstbezichtigung Posas erwiesen erscheint. Doch Carlo weist ihn zurück und Philipp erkennt, dass Posa sich geopfert hat. Unter Lärm erscheint das aufgebrachte Volk unter der Führung Ebolis und will Don Carlos befreien. Als der Großinquisitor erscheint, wirft sich das Volk auf die Knie. Im Getümmel kann Don Carlo fliehen. Im Kloster San Giusto. Elisabeth will sich von Don Carlo verabschieden. Sie kniet vor dem Grab Karl des V. In Todessehnsucht denkt sie wehmütig an ihre glückliche Jugend in Frankreich zurück. Als Don Carlo erscheint, schwört er, das Werk von Posa weiterzuführen und verabschiedet sich von Elisabeth. Philipp erscheint in Begleitung des Großinquisitors. Sie wollen Elisabeth und Don Carlos zur Rechenschaft ziehen. Da öffnet sich die Gruft von Karl des V. und ein Mönch erscheint. Unter den entsetzten Blicken des Königs zieht er Don Carlos ins Kloster. www.opera-insight
Alles über Oper. Erfahren Sie mehr über diese wunderbare Oper. Mit interessanten Fakten und großartigen YouTube-Videos. Besuchen Sie uns.